Willkommen zurück zu Haunted Halls, das Grauen von Green Hills. In unserem Weekend-Game geht's weiter, aber nicht in den Fahrstuhl, nein. Sondern das Erste, was wir machen, ist ein Wimmelbild wieder mal spielen. Und dafür suchen wir einen Benzinkanister, Elektrorasierer, Tarotkarten, Kokosnuss, Dinge, die man halt so sucht. Elektrorasierer, Benzinkanister, Tarotkarten. Opernglas, Schnecke, zwei Masken und Schleife. Ja, Schleife. Schleife, Schleife, weiß ich nicht. Muschel, Wecker, Messer, Schere. Schere. Wecker, ist das hier? Nee. Nö, nö, nö. Guck mal, hier ist noch ein Messer. Opernglas, Schnecke. Habe ich das nicht schon gesehen? Was ist das denn hier? Nix. Was ist das da? Ist das Opernglas? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Da ist die Schnecke. Wecker, Muschel. Machen Muschel, 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 Muschel. Muschel, Muschel? Muschel? Nein. Pfeife, Löffel, Säge und Pilz auch noch. Zwei Masken. Maske Nummer 1. Die sehr offensichtlich war. Und das ist ein Pilz. Noch eine Maske und eine Schleife. Hier ist bestimmt noch was, aber ich sehe hier irgendwie nichts. Das ist mir alles zu... Weiß ich nicht. Das ist eine Muschel? Nee, das ist bestimmt ein Ei. Zwei Eier in einem Nest. Was ist das hier? Säge? Säge. Ist das hier nicht die... Nee? Suchen wir eine andere Säge. Eine Handsäge. Gib mir mal einen Tipp. Was soll das denn sein hier? Von dem, was wir suchen, was soll das sein? Das sollte eine Schleife sein. Das sah aus für mich wie ein Haufen Kabel oder Wolle oder... Ich weiß auch nicht. Da ist der Löffel. Ja, ich komme gut voran. Muschel, Wecker. Wecker. Muschel, 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 Muschel. Kann auch schon wieder alles sein, ne? Hier, da war das die Muschel. Oh, mini, mini, mini klein. Okay. Wie ihr meint. Das war ein Kamm. Ist das die Säge? Da war die Säge. Ich sah das die ganze Zeit als umgedrehte Pistole oder so. Und jetzt noch eine Maske. Das ist es nicht. Das hier vielleicht. Das da, da oder da. Ich hab doch hier schon hingeklickt. Hä? Da klicke ich doch schon die ganze Zeit drauf. Ja, egal. Was haben wir? Benzinkanister. Das muss ich mal überlegen. Ich muss mal erstmal wieder reinkommen. Nee, lass mal, bleib mal da. Bleib mal da, bleib mal oder auch nicht. Ein paar Stück noch wieder. Brecheisen, Glühbirnen. Können wir hier irgendwas... Können wir irgendwas beflöten? Gibt's hier was? Nein. Können wir da jetzt? Nein, glaube ich nicht. Dann gehen wir raus und können wir da den Benzinkanister zum Beispiel und so? Benzinkanister und so? Nein? Nein, kein Benzinkanister? Nein, sieht anders aus. Hier soll was anderes hin. Schade. Ja, ich weiß, dass das fehlt. Aber ich weiß noch nicht, was das ist, was da uns fehlt. Das hier vielleicht? Oder haben wir das nicht schon? Huch. Und dann kann man die Sachen da... Aha. Kann man auch wieder wegnehmen. Können wir hier was machen? Der verliert Luft. Können wir das irgendwie ja... Weiß auch nicht. Bearbeiten halt. Ja, genau, sag ich doch. Beflöten. Fahrstuhlknochen. Ich
weiß nicht, was kann man denn da mal machen? Behämmern. Beschnecken. Befahrstuhlknopfen. Nicht. Schade. Benzinkanister. Ja, dann weiß ich auch nicht, was man da so machen kann. Da ist schon wieder was zu wimmeln. Hier gibt's was zu tuchen. Was Neues. Okay. Jukebox-Marke, Schneeflocke, Schneebesen, Armbanduhr. Schneebesen. Hey, schon mal eine Sache gefunden. Schneeflocke. Ja, such mal eine Schneeflocke. Nee, ist klar. Ist auch gar nicht kompliziert. Schraube, Flugzeug, Schlauch, Quaste. Mhm. Flugzeug. Schlauch. Ey, das ist doch ein Schlauch. Nee, da drücke ich jetzt nochmal drauf. Könnt mich mal hier. Hier, Schlauch. Das ist doch ein... Ja, daneben da der Schlauch. Mann. Marker, Löffel, Brille, Haken. Brille gefunden. Haken, Haken. Haken. Okay, da ist eine versteckte Schere. Kein Haken. Hier ist der Haken. Hier ist ein Haken dran. Ja, Haken. Ha. Löffel. Löffel. Und Marker. Marker, 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 Marker. Ha. So, eins ist schon mal weg. Handglocke. Klingeling. Wo bist du, kleine Glocke? Geldbeutel, Dartpfeil. Ist das hier kein Geldbeutel? Nein? Oder geht das nur wieder nicht? Voll doof. Dartpfeil. Jukebox-Marke. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Da. Schneeflocke immer noch. Schneeflöckchen. Da ist die Handglocke. Weiße. Oh, da ist die Schneeflocke. Weiße Röckchen. Glaskolben. Wo bist du, Glasi, Kolbi? Ja, das ist ein Zylinder, das ist kein Glaskolben. Das irritiert mich, aber... Das ist doch der Geldbeutel, da ist auch ein Schlüssel daneben. Warum geht das nicht? Ist das dahinter? Ihr verarscht mich, aber... Glaskolben. Was ist das? Ach, die Schraube. Jetzt muss ich nochmal wieder auf dem Dings warten. Auf den Tipp. Ich finde, das sieht aus wie ein Geldbeutel-Portemonnaie. Nee, aber gut, Geldbeutel ist natürlich ein Beutel. Vielleicht sollte ich mir nach einem Beutel Ausschau halten. Hier, Glaskolben. Ach, ihr habt es bestimmt schon längst alles gefunden, nur ich gerade wieder nicht, weil ich erstmal reinkommen muss. Geldbeutel. Siam, Sachen, Wolle, Melone. Ich sehe alles Mögliche. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist denn hier? Ah, Quaste war das. Okay, ich wusste gar nicht, wie das aussah jetzt. Quaste. Hallo. Glaskolben und Geldbeutel. Das müsste man doch finden können. Drück immer wieder drauf. Das ist so unnötig. Drück jetzt einfach mal hier durch die Gegend. Vielleicht ist es ja zufällig dabei. Da, das war der Geldbeutel. Tatsächlich. Ja, ein bisschen versteckt und grau. Jetzt noch der Glaskolben. Wo ist der? Das ist doch kein Glaskolben. Oh, ich werd nicht mehr. Na gut. Jukebox-Marke. Die brauchen wir. Aber erstmal gehe ich nochmal hier rein und will nochmal wissen, was wir hier... Ach ja, hier. Pino. Genau, da war ja was. Hier gibt es aber, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann gehen wir mal raus.
Raus, raus, raus. Raus. Können wir hier da das Ding reintun? Yeah, Party. Und bei der Partymucke geht das Ding nach oben und friert ein und okay. Die Pflanze ist gefroren und es besticht wie Eis zerbricht. Ja, können wir die jetzt abknipsen? Kann ich da jetzt was anderes machen? Aber die ist ja jetzt nach oben gewachsen. Und hier ist doch... Nee. Kann ich mit der denn jetzt machen? Kann ich die abhämmern? Oh, tatsächlich. Ich kann die abbrechen und bekomme einen Ventilgriff. Aha. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, was ist mit der Pflanze? Hier unten dann nix. Okay. Ventilgriff. Wo gehört denn jetzt nochmal ein Ventilgriff ran? Wo fehlt dir denn sowas? Wo war denn ein Ventil? Was irgendwie... War das hier an der Seite oder so? Nee. Ist hier was? Nö. Weil hier gab es doch jetzt auch nichts mehr zu tun, oder doch? Würde mich jetzt ein bisschen wundern. Waren wir hier schon durch mit dem? Der ist doch immer noch gefangen, oder? Ja. Sein Verfolgungsort verschlimmert sich rapide. Der Indikator zeigt an, dass die Falle leer ist. Was kann man denn eigentlich mit dem hier mal machen? Da. Ach, hier gibt es noch was zu tun. Der Draht führt zu dem Roboter im nächsten Raum, der dieses schreckliche Kratzen. Können wir das durchzwacken? Ja, sehr gut. So, der zeigt jetzt eigentlich nichts mehr. Der Mann ist überzeugt, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Das Mikrofon überträgt das Kratzgeräusch. Das treibt ihn in den Wahnsinn. Was können wir denn hier mal machen noch? Kann man hier noch was machen? Wir haben das ja jetzt unterbrochen. Wir müssen mit dieser Ente auch mal irgendwas machen. Und das Kratzgeräusch. Wir müssen mit dem Kratzgeräusch auch irgendwas machen können. Hier, kriegst du eine Schnecke. Können wir mit dem Robo irgendwas machen? Oder kommt das erst später? Die Ohren verstärken die Grauen. Kannst du die nicht abbrechen? Oder abhämmern? Ist unser Hammer weg? Ach so, den Hammer haben wir gar nicht mehr. Hm. Mit der blöden Lampe und der blöden Ente. Mach doch mal was mit der Ente. Muss soll was mit der Ente machen können. Bestimmt irgendwie Glühbirne, den Schatten ändern oder so. Weiß auch nicht. Das können wir dann mal machen. Wenn die Kamera das aufzeichnet. So, das haben wir schon mal unterbrochen, wenigstens. Immerhin. Der Indikator zeigt an, dass die Falle leer ist. Was kann man denn da tun? Und da einfach irgendwas drüber hängen oder das einfach kaputt hauen? So ganz stumpf einfach den Monitor zerschlagen oder so? Auch nicht. Auch hier gibt es jetzt nichts zu tun. Okay, aber hier... Hier sollen wir was mit der Ente machen können oder können wir das noch nicht? Können wir die beflöten? Check ich irgendwie nicht. Ach, wir könnten der Ente eine Schnecke zu fressen geben. Eine Ente schläft zufrieden, den Kopf in den Federn gesteckt. Aha, und? Können wir jetzt auch noch was gegen die Kratzgeräusche machen oder nicht? Also mit dem sollen wir dann auch noch irgendwas hier machen, ne? Und hier wahrscheinlich auch. Die eine Schnecke der Ente zu fressen geben. Okay, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Nee, wir können hier gerade nichts machen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Die ist geheilt. Das ist unser Briefmarkentyp, der ist auch geheilt. Eigentlich geht's denen ja gut. Nur dem einen müssen wir noch helfen da hinten. Dürfen wir nicht vergessen, den armen Mann. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder hier zurück. Ventilgriff.
Was wollte der Fahrstuhl? Ich brauche einen Drehgriff. Vielleicht hier? Jawohl. Ah, jetzt können wir in den Fahrstuhl gehen. Juhu! Ein klaustrophobischer Maler, eingesperrt in einem Aufzug ohne Türen. Wie grausam. Oh Gott. Ich habe einen Pinsel. Oder aber Mann. Sobald die Türen gemalt sind, muss der Aufzug an die Oberfläche fahren. So, wir gucken mal in unsere Notizen. Ich fand einen offensichtlich klaustrophobischen Mann in einem Aufzug ohne Türen. Im verzweifelten Versuch, einen Ausweg zu finden, hatte er Türen an die Wände gemalt. Ich muss ihm dort heraushelfen. Den hatten wir schon. Gibt's noch einen neuen jetzt? Hatten wir den Anthony Miller eigentlich schon, der da draußen jetzt rumhängt? Ich glaube schon. Okay. Nee, ihn hatten wir irgendwie noch nicht. Ach, und ich habe auch noch... Was war das? Ein Filter. Aha. Und der Türen jetzt hier angemalt. Sieht wie der Schaltkasten des Aufzuges aus. Sieht wie... Ne? Können wir da die Taste ranmachen? Das ist ja nicht gemalt. Das ist doch der echte, oder nicht? Oh Gott, dann hängt der hier so völlig verstört. Ja, können wir da nicht irgendwie das mal da... Gehören die hier nicht hin? Ich dachte jetzt eigentlich, die gehören da hin. Können wir hier irgendwie was anderes machen? Nö, okay, ich kann hier nichts tun. Hier draußen ist auch gar nichts mehr, glaube ich. Bei Pino noch irgendwas? Nein. 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 Okay. Kann ich hier den Filter hin tun? Habe ich jetzt alles? Müsste doch jetzt alles haben, oder nicht? So, und jetzt darf ich die Sachen da hinbauen? Oder wie? Wie denn? Das soll da rein. Wie mache ich denn das? Ach, das geht jetzt doch, ja? Mhm. Warte, dieses Röhrending. Ach, das war jetzt das, oder? Nee, das war. Hä? Bin ich jetzt irgendwie. Ich bin verwirrt. Ich baue das jetzt einfach so. So, einfach so. Genau. Mach dich mal von alleine hier. Ich habe keinen Bock auf die... Nein, du solltest doch da bleiben. Gehörst du da nicht rein? Gehörst du nach oben? Boah, wo gehörst du denn hin, du Turbinending? Hier unten an die Seite. Ja, dann geh doch da rein. Dann nicht. Ja, cool. Läuft. Der Generator hat kein Benzin mehr. Hab ich. Benzinkanister. Muss ich noch Benzin holen? Ich kann es nicht einfach hineingießen. Ich brauche einen Trichter. Moment. Jetzt aber. Haha. So, nu. Ich sollte das Seil entrollen, bevor ich den Motor anstelle. Mit meiner Flöte jetzt? Oder was? Bewegt sich wie eine Schlange. Dann roll doch mal. Check das nicht. Jetzt fängt das wieder an. Hi. Ich muss das entrollen. Es bewegt sich wie eine Schlange. Ja, aber nee, ich sollte das Seil entrollen, bevor ich den Motor anstelle. Brauche ich dafür was? Ich meine, ich habe ja nicht viel. Kann ich das hier irgendwie machen? Macht gar keinen Sinn. Muss ich hier was mitmachen? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie das... Die Flöte soll daran. Okay. Sieh einer an, ein Sauerstofftank-Schlangenbeschwörer. Ja, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit diese doofe Flöte aller Schlangen
Schlangenscheiße, ganz ehrlich, hier so ein Seil mit einer... Das ist... Ja, ich sag dazu nichts, ist total sinnlos. Okay, mach mal an. Und hol den Typen wieder her. Oder so. Geht das jetzt überhaupt? Oder... Tatsächlich. Ich weiß zwar nicht wie, aber es geht. Ja, komm her. Du bist gerettet. Na? Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ich war überzeugt, ich würde verhungern oder in die Tiefe stürzen. Indem du deine eigenen Ängste überwunden hast, wurde ich gerettet. Ich bewundere dich. Doch Tim bewundert dich noch mehr. Er konnte von nichts anderem als dir sprechen. Er ist ein guter Mensch. Er wollte nicht gehen, solange er uns in Gefahr wüsste. Vogelsphäre. Yay. Ich habe eine Sphäre bekommen und ich habe ihn von seinen Ängsten erlöst. Und er freut sich jetzt voll. Ja, dann kannst du ja jetzt auch weiter Seile als Schlange beschwören. Und Notizen. Soll ich das mal wieder hier zurückstellen? Als der Mann seine Beine unsicher auf den Boden stellte, strahlte er ich über beide Ohren. Ich kann nur erahnen, wie erleichtert er sein muss. Hoffentlich kann er seine Höhenangst in Zukunft überwinden. Ja, auf die Art bestimmt nicht. Gut, dann gehe ich mal erstmal wieder zu Höck. Zu Timmy, nach unten in gruseligen Keller. Das war nicht hier. Das war ein weiter. Genau. Tim. So. Dann können wir da nämlich eine Sphäre wieder einsetzen. Beim Vögelchen. Wo ist das denn? Wo ist Vogelsphäre? Wo passt denn das überhaupt hin? Hier. Ach, bei dem Wind. Deswegen. Okay. Ja, aber das nutzt uns wahrscheinlich nicht viel, ne? Nicht wirklich. Da müssen wir noch ein bisschen mehr tun. Pinsel. Können wir mit dem Pinsel irgendwie dem Typen mit den Kratzgeräuschen irgendwie helfen oder so? Nutzt das was vielleicht? Oder hier mit den Ohren? Ich meine, die Katzen mögen die Monster und der Rektor in der Hölle schmoren. Nun bin ich sicher, dass sie mich nicht kriegen werden. Was? Ach so, weil dies mit der Ente aufgehört hat. Das reichte schon. Ach so, Tim sagte, du würdest nicht kommen. Er hat dir nicht genug Hinweise hinterlassen. Doch du bist wohl mutiger, als er dachte. Doch bist du mutig genug, um Dr. Blackmore zu töten? Ja. Augensphäre. Ach so, wir hätten mal einfach rübergehen sollen. Weil das Schattenspektakel hat ein Ende, so wie seine Angst davor. Ich dachte halt, das würde nicht reichen, weil der hier da immer noch seinen Katzscheiß macht. Und die Ohren und so. Naja, gut. Na gut. Dann können wir ja nochmal runter. Irgendwann werden wir den Dr. Blackmore zu gefangen kriegen. Ja, Notizen. Zum Glück muss Simon nun nicht mehr um seine Sicherheit fürchten. Er scheint sich endlich zu beruhigen und so. Ja. Lass es sein, geh zurück. So. Hier fließt ganz viel Strom und so. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Nicht so wirklich. Wir brauchen mindestens noch eine dritte Sphäre. Was ist mit ihm hier eigentlich? Was geht vor sich? Dieses Sanatorium ist wie ein Leben, ne? Help. Diese Uhr ist zu verängstigt, um die Zeit anzuzeigen. Können wir da noch was machen? Die Uhr alleine ist so verängstigt. Also so ein Schwachsinn. Na gut. Auch nichts zu tun. Ich würde ja noch mal eher dann zum Fahrstuhl gehen, weil wir da ja noch dem helfen wollen. Und dann kriegen wir von ihm die dritte Sphäre. Wenn wir den irgendwie sauber machen. Mit den Türen hier irgendwas machen. Aber es heißt, hier gibt es nichts zu tun. Sieht wie der Schaltkasten des Aufzuges aus. Also vielleicht müssen wir den da noch draufsetzen oder so. Verwirrt mich. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Da sind wir durch.
Eigentlich müssen wir ihm halt, wie gesagt, noch helfen. Aber da gibt es ja anscheinend nichts zu tun. Das wundert mich. Weil wir halt den Fahrstuhlknopf auch hätten. Aber wahrscheinlich müssen wir das erstmal draufsetzen und dann die Zahl einsetzen oder so. Ja, dann gehe ich mal zurück. Pinsel. Ich überlege halt die ganze Zeit. Haben wir jetzt einen vergessen? Können wir hier noch was machen? Draußen hätten wir halt auch noch den Elektrokram. Warte mal, ich gehe mal nach hinten. Ist da noch was? So, hier vielleicht? Können wir hier jetzt was machen? Ein Stück fehlt. Das ist es aber nicht, oder? Nee. Nee. Da kommt noch eine Fledermaus hin. Also sind wir noch ein Stück zurück. Ein bisschen müssen wir noch was tun. Kann man da nichts machen? Nee, ich glaube, den Strom, den stellen wir bestimmt später erst ab. Nach unten zu Tim müssen wir auch nicht gehen. Und ihm geht's jetzt gut, ne? Ja. War hier noch irgendwas zum Einsammeln? Das ist immer so ein bisschen irritierend. Das Mikrofon überträgt das Kratzgeräusch. Es treibt ihn in den Wahnsinn. Deswegen hätte ich halt gedacht, dass da noch was kommt. Komisch. Kann mich jetzt aber auch leider gerade nicht erinnern, wo wir, dieser doofe Roboter, echt, also. Sie findet sich schön. Alles gut eigentlich soweit. Ja. Wo gibt es denn was zu tun? Die ganzen armen Leute, echt. Ja, der Einzige, der ist noch da hinten. Wenn da steht, ich habe ihn von seinen Ängsten erlöst, dann ist man ja auch eigentlich durch. Ja, es braucht jetzt auch nicht hundertmal jetzt eigentlich dieselben Stellen abklappern. Es ist einfach nur so ein bisschen verwirrend hier mit ihm. Irgendwas muss man doch machen können. Check ich gerade nicht. Aber da müsste ja auch was kommen, wie gesagt. Hallo? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Echt blöd gerade. Egal, wo ich den Tipp benutze, irgendwie habe ich nie was zu tun. Komisch eigentlich. Ah, voll die Mäuse oder was, die hier immer so langlaufen. Ja. Vielleicht da hinten nochmal irgendwie? Tim, ich werde einen Weg finden, dich zu retten. Ja. Mensch, Tim. Ich stehe voll auf dem Schlauch, ey, scheiße. Tut mir echt leid. Ihr wisst es wie immer wahrscheinlich schon, weil ihr schneller seid und einfach mehr mitdenkt als ich gerade oder so.
Aber ich bin zu doof. Gerade da ist der Briefmarkentyp. Ich habe doch alles eingesammelt. Oder nicht? Die schöne Mini, die, da ist der Elektro... Nee, da ist die Puppendings. Alles okay eigentlich soweit. Ja. Also das Einzige, was mir einfällt, ist hinten bei dem Typen mit den Kratzgeräuschen, weil wir das irgendwie gar nicht... Wir haben das ja eigentlich gar nicht geändert. Also eigentlich... Können wir hier irgendwas machen? Nein. Ja, weil wir halt einem noch helfen müssen. Und dann kriegen wir die dritte Runde Sphärendingsbums. Pinsel, Pinsel. Pinsel, Pinsel. 100 Mal in den Fahrstuhl gehen, das bringt's auch nicht. Check's gerade nicht. Was ich übersehen haben könnte. Komischen Schleim. Da war nichts, da war der Baumraum. War hier noch irgendwas? Aber hier sagt ja auch nichts zu tun. Wo soll ich denn hin? Steht bei den Notizen was? Ich muss ihm dort heraushelfen. Ja, das ist so der, es scheint, als bin ich in den Heizungskeller. Es ist viel verdunkelt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich ohne direktes Sonnenlicht halten konnte. Ba-ba-ba-ba-ba. Pflanze halt. Ja. Den Typen habe ich gewonnen. Zum Glück muss Simon nun nicht mehr um die Sicherheit finden. Er scheint sich eigentlich zu beruhigen. Heißt das aber, dass ihm wirklich geholfen wird? Oder müssen wir da jetzt noch was machen? Also dem müssen wir auf jeden Fall noch helfen. Keine Ahnung, aber wie? Lässt sich nicht helfen. Das ist etwas verwirrend. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich aber auf jeden Fall darum kümmern und tut mir leid, dass ich jetzt einen Cut machen muss. Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall darum kümmern, was ich hier jetzt vergesse gerade. Irgendwo vielleicht eine Glühbirne einsetzen? Gibt es hier irgendwo... Sobald die Türen gemalt sind, muss der Aufzug an die Oberfläche fahren. Ja, aber den Pinsel hier einfach irgendwo. Soll er einen Pinsel kriegen zum... So kann ich das nicht benutzen. Sobald die Türen gemalt sind, muss der Aufzug an die... Also soll ich jetzt seine Türen noch weiter malen oder was? So kann ich das nicht benutzen. Also braucht er Farbe? Vielleicht ist das der Plan, ihm zu helfen. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Wo hat er eigentlich die Farbe her? Mit seinem Blut gemalt oder was? Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht müssen wir das so mit dem Pinsel und dann müssen... Weiß ich auch nicht, was... Keine Ahnung, was sie hier vorhat mit dem... Also, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann!